Diesen Bären hat mir meine frühere Chefin, da war sie schon nicht mehr meine Chefin, weil ich gerade habilitiert war, geschenkt. Das hängt damit zusammen, dass ich jährlich zu einer Tagung fahre. Das ist die Tagung der Gesellschaft für Kanada-Studien. Da fahre ich schon seit 1993 hin, seit ich Studentin bin. Und da die ja nur einmal im Jahr ist, war das für mich auch immer so eine Wegmarkierung. Also da bin ich schon hingefahren, bevor ich Staatsexamen hatte. Dann hatte ich das Staatsexamen. Dann bin ich hingefahren als Doktorandin. Dann war ich promoviert. Dann die Habilitationsphase und so weiter. Und bei der Tagung war ich gerade etwas geknickt, weil das ja auch zur Wissenschaft gehört, dass man immer denkt, wenn man habilitiert ist, dann hat man den großen Brocken geschafft. Und zum Glück weiß man das auch nicht, dass eine ziemlich taffe Zeit erst danach anfängt. Und in dem Jahr habe ich auf der Tagung eben meine ehemalige Chefin getroffen, die immer sehr solidarisch war in dieser Bewerbungsphase. Und die bekam eben mit, dass ich gerade erfahren hatte, dass ich bei einer Professur, wo ich mir große Chancen ausgerechnet hatte, nicht mal auf die Liste gekommen bin. Und dann hat mir den spontan meine frühere Chefin geschenkt und hat gesagt, der steht für die Kraft. Und das Witzige ist, sie hat mir kurz danach auch eine Postkarte geschickt, da ist auch ein Bär drauf, den sieht man hier auch irgendwo, der hat einen Lachs in der Schnauze. Und sie hat nur drauf geschrieben, fang dir den Lachs. Und irgendwie hat es gewirkt, weil kurz danach kam der Ruf nach Jena. Das steht für mich eher so für die Kanadistik. Und ja, die Kanadistik, also ich bin primär Amerikanistin und die Kanadistik ist ein besonderes Forschungsfeld, aber mir ist es schon wichtig, weil es ja immer die Frage ist, plant man Karrieren strategisch oder ergeben sich nicht auch Karrieren? Und mein Weg ist gar nicht strategisch gewesen. Strategisch wäre gewesen, sich nicht auf die Kanadistik zu versteifen, oder mir ist das oft geraten worden, mach das nicht, das ist eine Nische. Und dann habe ich auch noch Gender Studies gemacht und mit Gender Studies und Kanadistik, also da kommt man sowieso nirgendwo hin. Und natürlich, wenn einem das geraten wird, dann denkt man darüber nach und denkt, oh Gott, das zweite Buch, das darf auf keinen Fall mit Kanada zu tun haben, schon gar nicht mit Frauen oder mit Gender. Und irgendwann habe ich das an einem Punkt immer über Bord geworfen, solche strategischen Überlegungen, weil man, finde ich, doch der Leidenschaft nachgehen muss, damit man es durchhält. Das sind einfach zu viele Jahre Lebenszeit, die man da investiert. Und wenn das nicht was ist, wofür man brennt und wo man trotz aller Schwierigkeiten dann doch gerne morgens für aufsteht, dann hilft's nichts. Ja, das ist eigentlich eine tolle Geschichte, weil man immer erwartet, da wo es geklappt hat, da gibt es so eine Heldengeschichte und eigentlich war es ganz andersrum. Das ist mein absoluter Tiefpunkt gewesen, wo ich wirklich die Schnauze voll hatte von der ganzen Vorsingerei, die Kraft auch ausgegangen ist. Man fühlt sich in der Phase ganz oft auch ungerecht behandelt, weil man denkt, das ist meine Stelle. Die spricht all meine Qualifikationen an, die ist für mich gemacht. Und so eine Stelle war ausgeschrieben gewesen und genau da war ich nicht mal zum Vorsingen eingeladen worden. Also was, wo ich gedacht habe, jetzt, das entbehrt jeder Logik und es ist wirklich wie bei der christlichen Seefahrt. Man ist ganz in Gottes Hand, es folgt keinerlei Gesetzen. Und dann kam diese Einladung nach Jena. Und Jena war dann gleich ein Lehrstuhl und auch ein Lehrstuhl für Amerikanistik, also in der Ausschreibung zumindest, ohne große kanadistische Anteile. Und da dachte ich, da habe ich überhaupt keine Chance. Da bin ich Kanonenfutter, weil sie noch eine Frau brauchen oder was auch immer. Und ich glaube, es haben viele so eine Geschichte, dass es gerade da geklappt hat, wo die Erwartungen am niedrigsten waren, weil man vielleicht besonders relaxed da reingeht. Und ich auch in dem Vorsingen, wie wir ja diesen Probevortrag so schön nennen, glaube ich, so die nötige Chuzpe hatte und einfach Fragen gestellt habe, die ich vielleicht sonst nicht gestellt hätte. Zum Beispiel hat der Dekan dann, das ist ja die Standardfrage, ganz zum Schluss gesagt, würden Sie denn auch kommen? Und früher, bei den anderen Vorsingen, hatte ich mir immer so eine schöne Geschichte überlegt, warum gerade diese Stadt, warum gerade diese Universität? Und es spricht viel für Jena, also daran hat es nicht gelegen, aber ich hatte, wie gesagt, gerade keine Luft mehr dazu und habe dann gesagt, ich bin Privatdozentin, natürlich komme ich. Und habe auch die Frage gestellt, die ich mich sonst auch nie getraut hat: Wer ist denn sonst hier angetreten? Darf man das erfahren? Und dann hat er kurz gestutzt, hat gesagt, darf man das sein? Naja, hängt ja öffentlich aus, doch, darf man. Und dann habe ich die Liste angeguckt und dachte sofort, ach ja, das gibt eh nichts, aber so kommt es dann oft. Ich hatte dann erst eine Vertretungsprofessur in Heidelberg und dann gab es eine sogenannte Ergänzungsprofessur in Konstanz. Da hatten sich also Gelder aufgetan. Und ich hatte eine Ergänzungsprofessur, für die es keine richtigen Räume gab und saß mehr oder minder in so einer Abstellkammer.
und hatte zu der Zeit Sprechstunde und das Telefon klingelte und es rief ein jetziger Kollege aus Jena an und ich wusste erst gar nicht, wer das ist, weil ich eben in so einem ganz anderen Film war in dem Moment. Und dann sagte ich zu der Studentin, die gerade in der Sprechstunde saß, darf ich Sie mal kurz rausbitten? Und dann sagte der Kollege am anderen Ende, ja, ich wollte Ihnen nur sagen, dass Sie auf Platz 1 sind. Ich kenne das ja selber noch, wie sehr man dann wartet. Es muss zwar noch durch die Gremien, aber wir freuen uns auf Sie. Und es war ein Moment, auf den ich so lange gewartet hatte. Also ich traf dann kurz danach eine Kollegin beim Mittagessen und erzählte ihr das, aber habe das so richtig tonlos erzählt. Und die ließ einen Jubelschrei los in dieser Mensa, dass sich also alle Leute umdrehten. Und bei mir war das noch gar nicht angekommen. So dieses, ach ja, das heißt jetzt wahrscheinlich, da kommt ein Ruf. Und der kam dann sehr zügig. Doch, da war dann schon eine große Freude und auch erstmal eine Riesenerleichterung, weil ich denke, viele wissen auch nicht, was das für eine existenzielle Unsicherheit ist. Und man ist natürlich auch, wenn man, wie ich das zum Glück schon hatte, schon Familie hat, man weiß ja überhaupt nicht, wo geht's hin. Ich bin das mit meinem Mann immer sehr offensiv angegangen, weil wir beide an der Uni sind. Mein Mann ist 8 Jahre älter, der hatte die Habilitation eher abgeschlossen. Wir hatten immer den Deal, wer zuerst den Ruf bekommt, da gehen wir hin. Und das war in dem Fall ich. Es ist wichtig, dass man das aushandelt und dass man das auch angeht und sagt, wie machen wir das? Das ist ja nicht so leicht, an einem Ort zu sein. Und weil Sie gefragt haben, ist das nur Glück? Nee. Ich hatte dann nochmal einen Ruf nach Wien. Und so geht ja nun mal der Poker an den Universitäten. Also wenn man seine Stellung verbessern will, dann muss man, was ich nicht richtig finde, aber so ist es, einen Ruf an eine andere Universität bekommen. Und dann geht so ein Bidding-Game los. Und das war eine der Sachen, die ich in die Waagschale geworfen habe und gesagt habe, was den Standort Jena für mich attraktiv machen würde, wäre, wenn mein Mann hier eine sichere Existenz hätte. Und da hat mein Mann viel zu beigetragen, weil das Schreibzentrum sich gut entwickelt hatte und er da tolle Projekte auch entwickelt hat. Ja, und so ist er hier zu einer vollen, entfristeten Stelle gekommen. Das habe ich auch wirklich gebraucht, da eine Unterstützung und eine Rückendeckung von Kolleginnen. Also es gab eine Kollegin, die mir dann gesagt hat, lass dir den Hering nicht vom Teller ziehen, stich die Gabel rein, das ist jetzt die Chance. Und ich dann auch gedacht habe, ja, das ist es auch wirklich. Und das waren zähe Verhandlungen und das hat auch nochmal viel Kraft gekostet. Weil natürlich die andere Seite auch versucht, einen ein bisschen mürbe zu machen, bis man irgendwann sagt, okay, dann nicht. Aber ich wusste sehr genau und hatte da auch ein Coaching. Was sind die Ziele? Was sind die Sachen, die ich wirklich haben möchte? Und das habe ich dann auch durchgehalten. Also hier bin ich die einzige Professorin. Bei den Germanisten sieht es auch nicht viel anders aus. Also es ist nicht so, dass ich darunter leide, nicht ich als Person. Aber ich finde, das ist was, wo wir unbedingt was dran tun müssen. Ist aber auch was, wo ich schon denke, dass die Friedrich-Schiller-Uni sich da ganz gut hinterklemmt. An völlig banalen Dingen. Ich merke das zum Beispiel daran, ich hatte lange Haare und dann habe ich sie abgeschnitten. Und wir hatten genau da einen Institutsrat. Und das hat sich keiner meiner Kollegen getraut, das in irgendeiner Weise zu kommentieren. Aber alle Sekretärinnen, das sind natürlich hier alles Frauen, die haben sofort gesagt, ah, Frau Rosenthal, neuer Haarschnitt. Dann kriegte das ein Kollege mit und sagte, man ist ja als Mann heute total verunsichert. Ich hätte auch gerne was dazu gesagt. Das sind so Sachen, wo man das auf einmal spürt. Oder ich hatte mal eine inoffizielle Frage zu klären, war hier noch ganz neu. Wir sind ein sehr junges Institut, da hat es einen Generationenwechsel gegeben, wir duzen uns alle. Und ich bin zu unserem damaligen Institutsdirektor gegangen, habe gesagt, hör mal, ich müsste das und das klären, wie mache ich das am besten? Und dann sagte er spontan, sowas macht man auf dem Männerklo. Dann habe ich gesagt, ich glaube, das wäre in meinem Fall ein bisschen verstörend. Aber das hat mir dann auch ein bisschen gezeigt, so ist das. Also es gibt Räume, wo Frauen sich nun mal eher treffen. Und ich hatte hier nie das Gefühl, in irgendeiner Weise ausgeschlossen zu sein. Wir sind wirklich ein sehr harmonisches Institut, wo ich mich sehr wohl fühle. Aber die Männer gehen dann doch zusammen joggen oder squashen. In keinster Weise, um mich da irgendwie auszuschließen, aber es ergibt sich einfach so. Weil ich hier keine weibliche Kollegin habe, habe ich dann gedacht, es gibt ja aber Frauen an dieser Uni und habe die Personalabteilung angeschrieben, als ich ungefähr ein Jahr da war und habe darum gebeten, dass sie mir eine Liste der Namen aller Professorinnen geben. Und da bin ich sehr froh über die Initiative, weil ich dadurch ganz tolle Kolleginnen kennengelernt habe, die ich sonst wahrscheinlich nie getroffen hätte, weil sie in völlig anderen Bereichen arbeiten. Es gibt keine Agenda. Also wir treffen uns nicht, um zu sagen, heute reden wir über Nachwuchsförderung oder heute reden wir, wir haben alle so viele Termine und Agenden und so weiter.
Es ist einfach ein Zusammensein, bei dem auch sehr viel gelacht wird und bei dem eher so, ohne dass man das plant, dann doch ziemlich viel Informationen fließen oder man sich über Themen austauscht. Frauen haben ja dann doch öfter das Problem, durch ihre Sozialisation Nein zu sagen. Und wir tauschen uns dann zum Beispiel über das Problem aus, dass jetzt in jedem Gremium der Universität eine Fachfrau auch sitzen sollte, was ja an und für sich sehr löblich und begrüßenswert ist. Wir haben aber eine ganz geringe Frauenquote und das heißt, wenn immer eine Fachfrau drin sitzen muss, dann sitzen wir eigentlich nur noch in Kommissionen. Und wie geht man damit um? Das ist was, wo ich dann auch mit vielen Kolleginnen drüber geredet habe, das ist gar nicht so leicht, wenn man dann als noch relativ junge Frau eben aufsteigt, wenn man das dann geschafft hat in die Professur. Es gibt eben doch so Muster, mit denen man sozialisiert wurde und dann diese Rolle abzulegen, dass man dann doch das brave Mädchen ist. Das ist manchmal gar nicht so einfach, weil für Frauen ja das Spektrum nicht so groß ist. Also schnell mutiert man dann vom braven Mädchen gleich zur Zicke, wenn man bei Sachen einfach auch mal Nein sagt. Und ich glaube, die Angst darf man nicht haben. Ich glaube, dass man Grenzen setzen kann und Nein sagen kann, ohne dass das irgendwas mit zickig zu tun hat. Aber das ist einfach was, was man auch lernen muss. Also das, was ich manchmal schwieriger finde, wenn man mit Frauen arbeitet, das ist schon so, dass es eine Tendenz gibt, dass emotionale Sachen mehr an die Oberfläche geraten oder ausgetragen werden. Was ich sehr angenehm finde, ist, dass aber die Kehrseite davon ist, dass es auch oft eine große Solidarität gibt und eine große Unterstützung. Ich habe das als sehr angenehm empfunden, als ich so im Zyklus der Vorsingen war. Da habe ich mich irgendwann bewusst entschieden, wir sind alle in derselben Situation. Natürlich konkurriert man miteinander, aber da das so offen ist, wie diese Berufungen ausgehen, war auch klar, ja, wir werden eine ganze Weile zusammen verbringen. Also gewisse Leute habe ich immer wieder getroffen. Und habe mich sehr dafür entschieden, und das waren eben alles Frauen, dass wir uns da auch vernetzen. Also wir haben uns ausgetauscht über die Vorsingen. Wir haben uns sofort Bescheid gegeben, wie ist es ausgegangen. Und das, finde ich, hat sich sehr bewährt. Denn mittlerweile sind die zum Glück alle auch untergekommen. Und da sind Netzwerke entstanden. Jetzt sind wir alle Professorinnen und machen gemeinsame Projekte und tauschen uns aus.